Pixel is back! Und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Und diesen Part lösen wir auf, was hinter diesen Schalter kommt. Aber dazu brauche ich noch TNT. Und allein jetzt müsst ihr euch schon denken, ach du Scheiße, was hat er vor? Er wird noch alles zerstören. Und ja, ihr habt recht, ich werde alles zerstören. Aber naja, erst später, ne? Davor will ich nämlich nochmal mehr Knochen zerstören. Und dann können wir den Rest zerstören. Also Leute, nee, ich will eine Selbstzerstörung einbauen. Erstens, weil jede coole Basis hat eine Selbstzerstörung. Und zweitens, weil es gibt ja eine lange Geschichte, die ihr gar nicht kennt, aber sehr wichtig ist. Denn ihr wisst doch schon, was dieses Gebäude hier ist. Es ist ja die Twag-Hauptzentrale, also für die, die es nicht wussten. Und die ist dazu da, um den Swag aufzudrehen. Doch Swag ist ja nicht einfach nur irgendein Scherzwort. Swag ist ja so eine legendäre Kraft, die halt dazu verhelfen kann, ganze Welten zu verändern. Wir haben nur 9 TNT. Wir werden doch bestimmt irgendwo Sprengpulver haben. Die halt dazu verhelfen kann, ganze Welten zu verändern. Hört sich jetzt zwar übertrieben an, ist aber wirklich so. Sie kann halt dabei behilflich sein, ganze Welten komplett umzukrempeln. Und da haben wir schon mal Sand. Wird zwar nicht reichen für großartig viel. Und ich habe es geschafft, dieses Swag in einen, naja, wie soll ich sagen, auflappbaren Zustand zu bringen, sodass man diese komprimierte Version des Swags nutzen kann. Doch ich nutze sie ja zum Beispiel für gute Dinge wie den Enderdrachen zu besiegen und endlich wieder Frieden in diese Welt zu bringen. Doch man kann sie natürlich auch für seine Zwecke nutzen. Die müssen ja nicht immer gut sein. Denn Swag ist für jeden, der es halt kontrollieren kann, mit dieser komprimierbaren Version. Und ich darf euch übrigens nicht sagen, wie ich das geschafft habe. Ist natürlich ein Wunder der Technik. Aber wenn ich euch das sagen würde, wow, wir haben 64, dann könnte es ja jederzeit jeder nachbauen. Und dann würde man ganz einfach die Welt ins Chaos stürzen. Die Welt von Minecraft würde dann einfach im Chaos versinken, da jeder wüsste, wie man an diese Macht kommen würde. Und dann könnt ihr euch denken, was passiert. Weil man kann diese Kraft halt zu allem nutzen, zu dem man will, halt zu seinen Zwecken. Denn jeder weiß ja, Swag steht natürlich für super wichtige, antike Geheimpower. Weil hier weiß ich auch, wie Swag geschrieben wird. Swag halt. Super wichtige antike Geheimkraft. Oder Geheimpower. Das ist so noch umstritten, was jetzt wirklich die richtige Abkürzungsvariante ist. Also bleiben wir einfach mal bei Geheimpower. Wenn man diese nutzen kann, ist man halt zu allem fähig. Und wie gesagt, kann man deine ganzen Wünsche umsetzen und ihn zu seinen Zwecken nutzen. Oder sie, die Kraft. Gut Deutsch halt. Und das werde ich halt verhindern. Ich bin zwar auch der Schöpfer und dazu in der Lage, Swag zu kontrollieren. Aber ich brauche es ja, um halt den Enderdrachen zu besiegen. Denn er verfügt natürlich über weitaus größere Mächte, als ein normaler Minecraft-Typi haben kann. Deswegen brauchen wir diese Kraft, um alles zu verändern. Ganz einfach. Und nun ja. Somit bin ich halt der Schöpfer dieser Maschine, um diese super wichtige antike Geheimpower zu bändigen. Doch einerseits bin ich damit auch der Wächter. Und das heißt, ich bewache diese Kraft. Wenn es also jemandem gelingt, in die Swag-Hauptzentrale einzudringen und dann noch den geheimen Code knackt, der ultra kompliziert ist, muss er dann gegen mich antreten. Und ich werde sie beschützen. Was bedeutet, sie ist so lange in Sicherheit, bis irgendjemand mit besseren PvP-Künsten kommt. Und das ist nicht so schwer, deswegen lasse ich mal Swag nicht in der Hand von mir, weil das ist nicht so sicher. Das ist wirklich nicht safe. Ich meine, jeder Typ, der besser im PvP ist, und wo man sagen muss, ja, ist relativ einfach, kommt daran. Und da ich mich nicht auf meine PvP-Künste verlassen will, vielleicht werden die im Notfall mal gut oder so, aber nee, muss ich halt eine Selbstzerstörung einbauen, um den schlimmsten Fall zu verhindern. Und das wäre halt die totale Zerstörung. Aber wir gehen mal davon aus, dass es nicht so weit kommen wird. Denn erstmal müsste ja jemand überhaupt in diese Welt kommen.
und alles ausnutzen, an mir vorbeikommen und im Notfall könnte ich ja immer noch die Selbstzerstörung aktivieren. Deswegen, alles für den Notfall. Falls es zum äußersten Fall kommt, können wir immer noch alles retten. Wir können schon gar keinen Sand mehr aufheben. Oh doch, aber es reicht, glaube ich. Also Leute, ich werde es danach auch abschalten, damit hier niemand anderes das nutzen kann. Zum Beispiel, ihr kennt ja bestimmt Herobrine. Ist auch einer der Leute, die Swag nutzen können. Und deswegen kann er sich zum Beispiel auch teleportieren. Doch er wurde halt von Swag korrupt und konnte die Macht nicht bändigen. Er hat deswegen seinen Verstand verloren und wurde seitdem auch wie von einem Geist kontrolliert. Deswegen mussten die Entwickler Herobrine auch entfernen, da er einfach in der Lage gewesen wäre, das ganze Spiel zu zerstören. Obwohl es ja eigentlich nicht im Sinne von Swag ist. Es ist ja nur, wenn Leute diese Kraft auch wirklich kontrollieren können und dann so in ihrem Sinne auch umsetzen. Aber wir hoffen einfach mal, dass es nicht so weit kommen wird. Doch um ganz sicher zu gehen, bauen wir jetzt natürlich erstmal die Notfall-Selbstzerstörung ein. Damit es auch gar nicht erst so weit kommen kann. Ach ja. Der Wither hingegen ist zum Beispiel nicht so gut. Den kann er auch mit seiner normalen Kampfkraft besiegen. Da braucht man keinen Swag für. Aber der Enderdrache ist halt schon ein höheres Wesen. Ist ja hier in Minecraft wie so eine Art Gott. Und ohne zusätzliche Kraft kriegt man ihn einfach nicht klein. Kann man einfach knicken. Und da ist ein Zombie. Der wollte bestimmt Swag nutzen. Aber es ist halt auch so, die meisten Kreaturen hier können das ja gar nicht nutzen. Da sie einfach viel zu schlecht dafür sind. Da reicht ihre Intelligenz gar nicht für aus. Aber dann gibt es natürlich auch immer die, die trotzdem jeden Plan vereiteln wollen. Das ist bestimmt noch Quarz, oder? Und in ihre Al-Qaida-Armeen schicken. Boah! Wie viele Creeper waren das denn bitte insgesamt? Oh! Zum Glück sind Creeper auch nicht gut genug, um Swag zu kontrollieren. Stell dir mal vor, ein Creeper könnte Swag kontrollieren. Ein Creeper mit super wirklich wichtiger, nein, nee. Ein Creeper mit super wichtiger antiker Geheimpower, der wäre unbesiegbar. Ich meine, er könnte ja alles damit machen, er könnte sich gigantisch machen. Es wäre furchtbar. Zum Glück kann es gar nicht so weit kommen. Da die ja, wie gesagt, nicht gut genug sind, um zu kontrollieren. Ich eigentlich auch nicht, doch da ich der Erschaffer bin, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, wie man es kontrollieren könnte. Auch der ganze Zeit nur der Plan des Let's Plays. Ich musste Swag in eine, also komprimieren, in eine aufladbare Form bringen. Und halt auch den Weg finden, wie man es kontrollieren kann. Doch den kann ich leider niemandem mitteilen. Wie gesagt, sonst könnte ich ja erstens hier danach bauen. Und zweitens jeder auch ausnutzen. Doch solange dieses Wissen noch nicht vorhanden ist, wird dieser Fall erstmal nicht eintreten. Erst wenn Leute es herausfinden, wie es möglich ist, das zu kontrollieren, wird kritisch. Dann wird es wirklich kritisch. Aber solange es niemand erfährt. Aber naja. Weil ich es ja herausgefunden habe, heißt ja auch, dass jederzeit andere Menschen es herausfinden könnten. Deshalb kann ich mich nicht darauf ausruhen, dass es niemand herausfinden wird. Sondern muss mich schon bereit machen, dass irgendwann der Fall kommt. Aber dafür bereiten wir uns ja gerade vor. Weil momentan kann es noch niemand. Also werden wir die Zeit nutzen, um uns darauf vorzubereiten, alles zu vernichten, wenn es soweit ist. Rein theoretisch könnten wir es ja auch vernichten, nachdem wir den Enderdrachen besiegt haben. Also die aufladbare Form, dann würde nie jemand wieder an das Wissen kommen. Obwohl doch. Das ist halt die Sache, irgendjemand könnte jederzeit wieder an das Wissen kommen. Darum müsste halt auch eine ganze Zentrale dafür bauen. Da man es ja irgendwie in Schach halten muss. Halt total instabil, das Ganze. Das könnte jederzeit. Naja, wie soll man sagen? Ihr kennt ja bestimmt Antimaterie oder sowas. Ungefähr so instabil ist auch Swag. Man muss halt wirklich unter höchsten Sicherheitsgrad bewahren. Sonst würde alles einfach in die Luft gehen. Das hat schon eine ziemlich starke Explosionskraft. Doch in der komprimierten Form ist halt nicht mehr so gefährlich. Da wurde die Gefährlichkeit wirklich um einiges runtergesetzt.
Deswegen haben wir da Glück gehabt, wenn es darum geht. Aber nun ja. Wir hoffen einfach mal, dass in näherer Zeit niemand das herausfindet. Weil die Sache ist halt auch, vielleicht müssen wir, kommen wir nochmal in den Nutzen von Swag. Halt nach dem Enderdrachen. Weiß nicht, wie es weitergeht. Vielleicht sehen wir die Welt da ja nachher nochmal. Oder irgendwann mal wieder. Da kann es schon sein, dass wir es mal nutzen müssen. Deswegen, man sollte nie zu sicher sein. Und es wäre halt auch einfach so schade, die ganze Arbeit, die dahinter steckt, um diese Kraft herauszufinden, einfach so nach einem, also nach einer Nutzung aufzugeben. Aber leider ist das auch das Problem. Meistens führt ja sowas dann dazu, dass halt ausgenutzt wird. Deswegen ist es vielleicht sogar besser, wäre es einfach sofort zu zerstören. Wir werden ja sehen. Vielleicht gibt es ja auch niemanden, der es herausfinden wird, dass diese Macht existiert. So dass wir gar nicht, so dass wir sie behalten können. Und gleichzeitig nicht alles zerstören müssen. Das war auch eine Heidenarbeit. Und sowas kann man nun mal nicht einfach zunichte machen. Das wäre viel zu schade. Es wäre wie, als würdet ihr eine riesige Arbeit schreiben und die einfach wegwerfen. Bloß, dass ihr mit einer riesigen Arbeit natürlich nicht die ganze Welt zerstören könntet. Oder vielleicht doch, was weiß ich. Ich weiß nicht, was in der Arbeit drin steht. So, dann machen wir wieder Quarz. Wir können ja gleich mal Musik anmachen, weil wir bauen jetzt noch die Selbstzerstörung zusammen. Was haben wir denn so? Also ich hoffe, ihr wisst jetzt, was Swag ist. Und ich habe halt auch eine andere Schreibweise. Ich schreibe Swag dann halt auch einfach so, weil es halt für ich kann es euch ja mal hinschreiben. Super wichtige antike Geheimpower. Geheimpower steht. So ungefähr. Deswegen wird es auch so geschrieben. Die Schreibweise, die anderen benutzen, ist halt immer falsch. Und das ist halt das Problem. Dass wir diese Schreibweise auch immer halt richtig bewahren werden. Weil niemand wissen wird, wie es in echt geschrieben ist. Aber die Leute, die dann halt sagen, sie hätten Swag, die meinen natürlich nicht die ultra verändernde Kraft. Weil die ultra verändernde Kraft ja auch nur für Minecraft gilt. Im ganz Groben. Deswegen habt ihr Glück, falls es Leute gibt, die sagen, sie haben Swag. Die meinen das nicht so. Die wollen zum Beispiel auch nicht die Welt komplett verändern. Das ist alles nur vor sich hingequatscht, ne? Ach ja. Gut, so viel dazu. Ich hoffe, ihr seid euch der Wichtigkeit von Swag bewusst. Denn ohne Swag könnten wir halt auch nicht den Enderdrachen besiegen. Und den Weltfrieden wiederherstellen hier in Minecraft. Das wäre ja auch kritisch. Oh, wo haben wir jetzt hier was verhauen? Hier kommt noch ein Quarz hin, oder? So. Ja, ich glaube, das war so, oder? Hö? Hier kommt auf jeden Fall kein Dings mehr hin. Hier kommt auch Quarz hin. Ich sag ja Quarz. Da unten. Danke. Wäre ja schon schade, wenn mein Köpfe immer in Dunkelheit verdingt. Weil der Ende doch einfach nicht gestürzt wird. Erstmal die Spitzhacke geschrottet. Das war ja sowieso nicht die wichtige. Ah, hier sind wir also richtig. Bupp. Ach du Scheiße. Hat bloß ein bisschen kompliziert, das alles zu verkabeln. Wir machen bestimmt noch Repeater, oder? Gut. Gut, dass wir an Repeater gedacht haben. Und außerdem, was auch ein wirklich wichtiger Grund ist, wie ich schon gesagt habe, jede coole Basis hat eine Selbstzerstörung und ich würde echt lustig finden, zu sehen, wie alles in die Luft geht. Aber niemanden verraten. Okay. Wir sagen allen, ja, das ist nur wegen ganz wichtigen Zwecken, damit nicht die ganze Welt unterjocht wird. Hust. Ist ja natürlich auch so. Wir wollen ja hier ziemlich direkt bleiben. Okay, hier ist nichts. Bupp. Man muss halt immer wieder richtig zusammenbauen. Damit das antike Bodenmuster auch so bleibt. Weil bis das hier jemand gefunden hat,
Muss er schon ein paar Kilometer zurücklegen, um irgendwann dieses antike Muster zu finden. Und bis dahin ist es dann halt antik, ne? Hier ist noch ein TNT-Block, gut. Müssen wir hier irgendwo weitermachen? Da am besten. Ich habe das Problem, da komme ich jetzt nicht so ran. Upp. Setzen wir es so. Können wir eigentlich da wieder zwei Blöcke abbauen? Ich muss natürlich auch hoffen, dass alles restlos zerstört. Sonst hätten wir ein Problem. Aber alleine, wenn man schon einen Teil dieser Schaltung da drüben zerstört, ist man ja halt nicht mehr in der Lage, das komplette Potenzial auszuschöpfen. Was bedeutet, es ist schon viel sinnloser, die Kraft so gesehen gefunden zu haben. Aber wir gehen mal von einem Fall aus, wo das nicht passieren wird. Oh, wenn Creeper jetzt hier hochgehen würde. Um mal kurz so ein bisschen abzulenken. Wenn Creeper hier hochgehen würde, er würde ja alles in die Luft jagen. Ach du Heilige, aber so gesehen wollen wir das ja danach auch. Aber was ist, wenn die Creeper auf die Idee kommen, unseren Plan zu vereiteln? Die wollen ja nicht, dass wir einen Enderdragon töten. Ach du Scheiße. Das wäre schlecht. Müssen wir die unbedingt von diesem Raum abhalten. Weil wenn die Creeper uns auf die Schliche kommen und dann alles in die Luft jagen, haben wir schlechte Karten. Dann sieht es wirklich duster aus. Oh, und ich kann ja gar keinen TNT hier setzen. Denn ich habe Angst, wenn ich den Track dann aktiviere oder den Track aufdrehe, dass dann hier alles in die Luft geht. Dazu vielleicht die Schaltung desaktiviert oder so. Setzen wir es mal in sicheren Abständen und laden es so lange nicht auf, bis ich hundertprozentig sicher bin, dass meine Schaltung es nicht in die Luft jagt. So können wir es ja eigentlich hier auch lassen. Wir behalten es mal in der Hinterhand, dass wir da noch irgendwas reinbauen. Aber lassen es erstmal nur hier unten. Gut, dann brauchen wir natürlich erstmal mehr TNT. Wir wollen ja auch alles restlos entfernen. Nicht nur so ein bisschen. Entweder kauft man so TNT oder andersrum. Andersrum. So, 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 so. Dann hier noch ein bisschen. Da noch ein bisschen. Da noch ein bisschen. Gut, und dann hier so ein bisschen rum. Rum. Was? Da schon mal 12 TNT und dann noch mehr TNT. Ach ja, ich glaube, ich hatte auch noch nie so viel Schwarzpulver in einem Spiel. In einem privaten Minecraft-Spiel. Ah gut, können wir hier gleich weitersetzen. Die Türschaltung müssen wir nicht bringen. Die ist ja sowieso so ein Schrott. Die macht sich dann selber kaputt. Hat eine automatische Selbstzerstörung. Oh, verdammt. Können wir hier natürlich nichts mehr setzen. Ich hatte jetzt irgendwie ein bisschen Angst, dass das dafür sorgen könnte, dass hier alles in die Luft geht. Müssen wir mal kurz gucken. Das sorgt dann halt dafür, dass der Gang in die Luft geht. Müssen wir hier ein bisschen runtergehen. Ah, Mist. Das war natürlich nicht tief genug. Hier dann erstmal uns durchbauen. Und hier natürlich. Erstmal die Schaltung reparieren. Wo war das jetzt? Waren da. Hier war die Schaltung. Brauchen wir da einen Stein? Können wir das wieder abbauen? Dann brauchen wir hier einen Seitengang. Ist schon nicht ganz leicht mit Minecraft. Weil wir wollen ja auch hier sicher durch die Tür wieder rauskommen. Gut, dann geht das Ganze hier weiter. Mal bloß wahrscheinlich noch einen Repeater. Wie machen wir es am besten? Das geht hier so rum. Wird hier erneut verstärkt. Sodass das Signal auch ankommt. Wir wollen ja auf Nummer sicher gehen. Nein, nicht verzögern. Soll sofort hochgehen. Wollen ja auf Nummer sicher gehen und hier alles zerstören.
Müssten wir hier eigentlich kurz ein bisschen hochgehen. Blöcke setzen. Zack. Noch eins hoch. Hier wieder einen Block setzen. Zack, und da noch einen wegmachen. Dann hier wieder TNT setzen. Gut. Dann wir auch hier weiter. Ey, wie diese ganze Zentrale aber auch immer komplexer wird. So viel Redstone, wie hier mittlerweile drin ist. Die Schaltung haben wir aber anscheinend nicht getroffen. So, es war nur die eine Übergangsschaltung, verstehe. Ah ne, das können wir hier schließen. Wenn wir wieder rauskommen. Ich habe es natürlich schon zugebaut. So schlau wie ich bin. Weil ich meine, wie viel Redstone hier drin ist. Ist schon ziemlich überzeugend. Dass wir auch wirklich mal dran gearbeitet haben. Ich glaube, das ist wirklich das erste Gebäude in Minecraft, wo ich wirklich mal dran gearbeitet habe. So ernsthaft. Mir Gedanken darüber gemacht habe, was man cooles bauen könnte. Und ich wollte auch eigentlich Musik auflegen. Mensch, ich denke mal an nichts. Ja klar, Richtig offensichtlich legen, damit dann auch jeder weiß, dass wir sie in die Luft sprengen, wenn sie hier Scheiße bauen. Das ist definitiv schlau. Ich finde schade, dass es nicht irgendwie so eine Fernzündung gibt oder sowas. Mal gucken, was haben wir denn? Wir legen mal Fahr ein. Es klingt nicht so schön. Dann legen wir mal Strat ein, weil das hatten wir schon mal. Das ist das Stall. Ah, das hört sich auch schön an. So detektivmäßig. Obwohl wir kein Detektiv sind, sondern mehr ein Typ, der gerade verrückte Pläne umsetzt. Nun ja. Man muss halt wirklich verrückt sein, um überhaupt erstmal auf die Idee zu kommen, so eine eigentlich unkontrollierbare Macht in kontrollierbaren Zustand zu bringen. Das war ja schon verrückt von Anfang an. Das kann man nun mal nicht verneinen. Kommen wir hier ganz straight. Ein gezieltes Zerstörungssystem. Die Musik macht das definitiv alles total dramatisch. Hört ihr diesen Beat? Er steht für Zerstörung. Yeah, das ist mein Beat. Ach ja. Macht richtig Stimmung. Aber okay, ich meine, wenn es um so komische Psychos geht, ist ja meistens auch so, dass sie dann so eine Mucke hören, wo man sich denkt, okay. Ich werde dann wahrscheinlich eine Testsprengung vornehmen. Aber nicht hier. Was mache ich denn mit meinem Paralleldimensionsportal? Erzeuge ich ein zweites Universum, in dem ich das halt ausprobieren kann. Damit ich mir auch sicher sein kann, dass hier nicht alles am Arsch ist. Wie weit kann die Musik eigentlich hören? Man kann sie immer noch hören, so ein bisschen. Hier oben nicht mehr. Hier oben verstummt denn alles. Sobald man außerhalb der Zentrale ist. Rein theoretisch bräuchte ich noch irgendwelche Leute, die beschützen. Ich bin halt denn so der Meisterwächter. Der Meister der Pixel halt. Ich meine, den Namen gibt es hier nur wegen dem Display. Damit halt klar wird, dass ich was Bedeutendes in der Minecraft-Welt bin. Was nicht stimmt. Aber es weiß auch bloß noch keiner. Aber sind wir ehrlich, ich will ja auch nicht, dass irgendjemand von Swag erfährt. Weil sonst muss ich ja wirklich was beschützen. Und da wir das Thema ja hatten, dass ich da drin nicht gut bin, nein. Wir werden es einfach verhindern. Das darf niemanden erreichen. Deswegen lade ich das auch im Internet hoch, damit niemand jemals erfahren wird, dass es sowas gibt. Macht doch total Sinn, oder? Aber zum Glück lade ich das ja jetzt hoch. Mit der kleinen Spanne von Zuschauern werden nur wenige das Geheimnis erfahren. Sodass auch nur wenige das jemals weitertragen können. Und es höchstwahrscheinlich niemanden erreichen wird, der es mit mir aufnehmen kann. Sein er ist besser im PvP als ich, aber okay. Dann sagen wir halt niemanden, dem man zumuten muss, mehrere Stunden mehr als Let's Plays zu gucken, bloß um den Code herauszufinden. Das glaube ich besser. Das
mutet man nun mal niemandem zu. Also. Machen wir hier noch eine Lage tödlichem TNT. Zack, zack. Ich meine, wir müssen ja nicht sparen. Mit der Zerstörung. Hups, ich hatte da kurz einen kleinen Anfall. So. Damit hätten wir alles vermint hier. Der ganze Boden würde gesprengt werden. Und die Musik ist aus. Spielen wir mal andere ein. Die ist mindestens genauso fett. Kriegt man auch Angst, wenn man das hört. Ach ja. Ich bin schon teuflisch, ne? Obwohl, ich bin ja eigentlich doch der Einzige, der klar dabei denken kann, wenn es um Swag geht. Aber wer weiß, vielleicht nutze ich sie auch irgendwann aus. Vielleicht muss ich die Selbstzerstörung irgendwann dazu nutzen, um mich selbst von meinen Machenschaften abzuhalten. Das wäre schon schrecklich, aber eine Möglichkeit, die ich nicht außer Betracht ziehen will. Holen wir uns hier raus. Und kurz weitergehen. Hier noch zu TNT placen. Dann Repeater. Ich traue dem TNT halt echt zu, dass es immer noch hochgeht. Aber so dürfte nichts passieren. Wir werden es ja sehen. Vielleicht halten wir uns ja denn mit der Aktivierung des Swagometers auch von unserer eigenen Kraft ab. Und zerstören es, bevor irgendwas überhaupt passieren konnte. Bevor überhaupt jemand die Gelegenheit bekommt, es auszunutzen. Zerstören wir es dann einfach. Zwar ein bisschen mehr aus Dummheit, aber die Opfer ein bisschen gebracht werden, ne? Auch wenn es um die eigenen IQ geht. Wenn es um Swag geht, gibt es halt keinen Spaß. Mensch. So, dann hier noch. Also schon ein bisschen schwer dabei ernst zu bleiben. Um mal kurz abzulenken. Redet die ganze Zeit über Swag. Ne? Das ist halt auch einfach ein wichtiges Element. Das ist. Ich weiß nicht, was ist das letzte Element in einem Periodensystem? Auf jeden Fall ist es so wie Zeit. Es ist ein Element, was vorhanden ist, aber niemand weiß es so richtig. Es ist einfach da, aber niemand bemerkt es wirklich. Aber naja. Wir werden sehen. Haben wir erstmal alles verbombt hier. Das heißt, wenn es zu spät ist, können wir es jederzeit beenden. Bevor wir dann den letzten Schlag kassieren von einem Krieger, der weitaus stärker ist als wir. Weil ich meine, er muss ja auch an der Rüstung und so vorbei. Das heißt, er bräuchte erstmal ziemliche Weile Vorbereitungszeit, bevor er sich dann wirklich gegen uns stellen kann. Aber nun ja. Wir bräuchten wirklich noch ein paar XP. Aber ich glaube, ich werde die erstmal nutzen, um das legendäre Schwert, den Schnetzler, zu reparieren. Das ist einfach wichtig. Denn ohne Schwert können wir auch den Enderdrachen nicht besiegen. Da hilft auch sonst so viel Swag nicht. Man braucht schon auch die passende Ausrüstung. Ich meine, die Ausrüstung muss die Kraft ja auch aushalten. Man braucht schon wie Diamant halt ein stabil Material, was stabil genug ist, damit die Kraft es nicht zerstört. Und da gibt es halt nur ein paar fähige Materialien, die dann wirklich in der Lage sind, es zu zerstören. Warte, dann reparieren wir es mal komplett. Damit unsere glänzende Klinge auch die maximale Aufnahmekraft hat. 23, okay. Werden wir bloß sehen. Ich würde sagen, im nächsten Part kümmern wir uns dann noch ein bisschen um River Farming und so. Weil wir brauchen auch noch XP für die legendäre Rüstung. Damit die halt auch durch Verzauberung, ist halt so eine Sache, durch Verzauberung kriegen sie mehr Swag-Aufnahmekraft. Denn es sind ja halt in einem noch stabileren Zustand und werden nicht so leicht von Swag auseinandergerissen. Deswegen, wenn man halt nicht kontrollieren kann, wird man entweder verrückt oder wird sofort von Swag getötet. Und dann ist halt die Sache, die Materialien müssen dem auch standhalten.
Die gehen halt daran auch kaputt. Entweder zerplatzen die dann von innen heraus oder sie zerfallen zu Staub. Kommt drauf an, weil wenn die zu Staub zerfallen, dann haben sie versucht, die Kraft zu bändigen oder haben versucht, die Kraft aufzunehmen, und ich penne mal wieder so ein bisschen im Fensterrahmen. Konnten es aber nicht, und wenn sie instant zerplatzen, dann waren sie einfach nicht in der Lage, nie, dann war das Material einfach nicht in der Lage, die Kraft überhaupt aufzunehmen. Oder es wenigstens zu versuchen. Und falls ihr euch jetzt noch fragt, in welchem Zustand Swag ist einfach so wie so eine Art in einem gasförmigen Zustand. Müsst ihr euch wie Schallwellen vorstellen. Es verbreitet sich schallwellenartig, sobald man halt eine Energiequelle, also eine komprimierte Energiequelle davon auslöst, verteilt es sich schallwellenartig durch einen Raum und nimmt da und geht da halt in alle möglichen Gegenstände über. Doch meist halt nur in lebende Körper. Und falls lebende Körper halt passende Materialien dazu haben, können diese halt gleich übertragen werden. Man muss zwar auch versuchen, es aufzunehmen, also falls man es nur aktiviert und nichts versucht, funktioniert es nicht. Es muss schon gewollt sein. Hat auch wieder so ein bisschen was mit Gedankenkraft und so zu tun. Ist so ein bisschen schwer zu erklären. Man muss halt gewollt versuchen, es aufzunehmen. Man spürt es auch so in der Luft und in der, also sagen wir, die Atmosphäre ist dann einfach komplett anders in diesem Raum, wenn man es aktiviert. Aber naja. Bisher gab es ja auch noch keine richtige Aktivierung. Weil wir, wie gesagt, noch nicht wirklich versucht haben, es umzusetzen. Es war ja bisher nur die Testweise. Und da kann man das natürlich runterpegeln. Aber sobald man es zulässt, von ihm beeinflusst zu werden, übernimmt es halt den Körper. Und wie gesagt, entweder kommt der Körper damit klar oder nicht, dann wird er sofort zerrissen. Oder er übernimmt wenigstens deinen Verstand. Du brauchst also einen starken Körper und klaren Verstand. Und mit stark meine ich jetzt nicht Muckis, weil damit kann ich, glaube ich, nicht protzen. Man braucht halt einen starken Körper, den richtigen Willen und genügend und einen klaren Verstand, um Swag aufzunehmen und wirklich zu kontrollieren. Das ist halt wirklich schwer zu erreichen. Aber da ich halt der Erfinder bin, muss ich mir ja auch Gedanken darüber machen, wie es geht. Also habe ich die perfekten Voraussetzungen getroffen. Aber wie gesagt, ich kann euch das halt alles nicht verraten. Ihr wisst jetzt zwar, wie man es kontrolliert, aber ihr müsst erstmal den Weg dahin finden. Dadurch müsst ihr sehr viel über Swag studieren, um wirklich das finale Ergebnis auch herauszufinden. Die finale Weise, wie ihr alles bekommt, was ihr bekommen möchtet. In dem Fall will ich den Weltfrieden für die Minecraft-Welt. Aber gut. Im nächsten Part kümmern wir uns dann hoffentlich um die, so gesehen, Wache des Enderdrachen. Den Wither. Mit dem Neverstern, das ist so gesehen die Seele. Ist ja auch wirklich so eine Art Herz oder Seele des Withers, der Netherstar. Ist die Seele des Nethers förmlich. Heißt auch Netherstar. Können wir dann noch ein Beacon machen. Ist auch relativ wichtig dafür. Das sorgt nochmal für die Verstärkung der ganzen Zentrale hier. Damit breitet sich Swag auch besser aus und geht auch besser in die, naja, lebenden Körper in der Umgebung über. Doch generell ist halt ein Beacon auch dazu gut, um es zu kontrollieren. Also um es zu komprimieren und auch so zu machen, dass so gesehen, ihr müsst euch vorstellen, der Beacon erstellt so eine Barriere um einen bestimmten Raum. Weil wir haben die Zentrale gebaut, also erstellt es eine Barriere um den Raum. Und das bedeutet, es kann da nicht ausdringen, weil die Seele, also dieser Beacon, erstellt ein Schild, was den Raum so gesehen verfestigt, sodass es sich nicht weiter daraus ausbreiten kann. Weil eigentlich könnte Swag durch die ganzen Sachen hier durchfliegen. Weil es ja nicht wirklich in einem Aggregatzustand ist. Aber dieses Schild verfestigt halt die Stärke der Blöcke und macht sie über das hinaus, über die Aufnahmekraft von Swag hinaus, sodass es da nicht durchkommt oder auch nicht aufgenommen werden kann von den Blöcken.
Und außerdem stärkt es halt auch alle im Umkreis darin. Was bedeutet, dass die Blöcke hier ja auch zerfallen würden, rein theoretisch. Aber durch den Beacon natürlich nicht. Alles im Umkreis bleibt dann ganz. Und es hält halt diesen, naja, wie soll man sagen, hält halt die Kraft in Grenzen. Es grenzt sie ein, es hält sie in Zaum oder wie man es nennt. Fällt gerade nicht das passende Wort dazu ein. Aber naja, werden wir uns im nächsten Part drum kümmern. Könnte ein bisschen dauern. Ich werde dann wahrscheinlich wieder mehrere Stunden durch Never watscheln und elendig versuchen, irgendwas zu erreichen. Doch wir werden sehen. Also Leute, ich hoffe, dieser sehr interessante Part hat euch gefallen. Und es ist wirklich teilweise echt schwer, wenn die ganze Zeit über Swag redet, dabei ernst zu bleiben. Aber es ist natürlich eine ganz ernste Sache, Leute. Müsst ihr wissen. Man macht halt keine Witze darüber. Aber naja. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wozu meine verrückten Projekte hier führen. Vielleicht bin ich auch am Ende letztendlich schuld, dass die ganze Welt untergeht. Wir werden es wissen. Wir werden es nie erfahren. Vielleicht mache ich ja nach dem Let's Play weiter und randaliere total. Hoffen wir mal nicht. Aber erstmal wichtigster Bestandteil, Weltfrieden wiederherstellen. Also Leute, dann habe ich ja schon mehrmals gesagt, was wir im nächsten Part machen. Hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Ach man. Also nochmal, jetzt aber. Wir kein Ende finden hier. Open End. Mensch. Also Leute, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Und ja, ich sollte wirklich mal in so komischen Story-Projekten mitmachen. Weil so ein Scheiß, den ich mir auch ausdenken kann. So ein zusammenhängenden Scheiß. Ist schon faszinierend. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!